Hallo und willkommen wieder bei Digger Yoshi. Ich habe mir wieder einen neuen BD-Film in meine Sammlung gekauft. Ja, ihr seht schon, World War Z oder Z oder Z, wie man es aussprechen mag, in der Extended Action Cut Version, also an oder Extended Cut, ein bisschen längere Version. Von den Filmen gab es ja auch oder gibt es noch verschiedene Stils und Auflagen, 3D, normal, Steelbook, geprägt und weiß der Teufel was. Ich habe mich aber hier für die normale Amari entschieden oder HD Keep Case, weil ich bin nicht bereit für ein Steelbook jetzt 40 oder mehr zu bezahlen. Da reicht mir der Film, der war auch ein Amazon-Angebot, glaube ich, für 7,77 € und reicht mir so, 2D reicht mir sowieso. Von 3D kriege ich eh Kopfschmerzen und Extended Cut. Jo, was kann ich zum Film sagen? Das ist ein schöner auch Zombie-Film. Wie so einige Filme. Und was gibt es nicht Schlimmeres als rennende und selbstzerstörerische Zombies? Also die finde ich persönlich viel, viel gruseliger oder bedrohlicher als jetzt solche ja, 70er, 80er Jahre Zombies, die eben halt so vor sich hin doltern, sage ich jetzt mal. Also die so ein bisschen vor sich hin wanken und die dann auch sehr aktiv werden, wenn man relativ nah davor ist und dann werden sie auf einmal plötzlich schneller. Das finde ich eher viel, viel schlimmer, solche, wie gesagt, schnellen und rennenden, aggressiven, selbstzerstörerischen Zombies. Gerade ich als dicker Mensch, der sowieso nicht schnell ist, finde ich sowas bedrohlicher. Ja, World War Z ist ein cooler Film, mir gefällt er sehr gut. Auch so ein schöner ja, Katastrophen-Endzeit-Survival-Film. Ja, was kann ich zu dem Film sagen? Also, das Bild ist wieder 16 zu 9 Vollbild mit Balken. Es hat leider Balken, aber das Bild ist dafür hat eine super Qualität. Der Ton ist in 5.1 Dolby Digital, aber sehr gut abgemischt. Und ich konnte noch die Amari oder das HD Keep Case ersteigern oder habe noch Glück gehabt, dass ich es noch bekommen habe. Mit den Wendecover. Also ich habe hier noch ein Wendecover dabei. Das ist halt ne, sehr schön. Ja, hier sieht man die Töne, den Ton. Das ist, hier steht da, glaube ich, da. Wo ist da? Da ist Deutsch 5.1. Und hier seht ihr das Bild und die Länge. Ja, circa 123 Minuten. Da sind auch einige Bonis dabei, aber nicht sehr viel. Und ihr seht ja schon 7 Minuten längere Blu-ray-Version, Extended Cut. Ja, habe ich schon gesagt, ich habe ja noch Glück gehabt, ich habe noch das Wendecover mit dabei gehabt. Und ich finde, dieser Aufdruck von den BDs schön. Also, was heißt schön? Also, es ist halt schlicht, aber die sind unempfindlich, also ist, die bunten. Dadurch finde ich es ganz okay. Ja, World War Z kam jetzt, also ich bin drauf aufmerksam geworden auf den Film, weil der auf ProSieben lief und ich habe ihn verpasst. Ich habe nur so das Ende gesehen und was ich gesehen habe, hat mir gefallen. Habe ich gedacht, ich tue ihn mir in meine Sammlung mit zulegen. Ich hatte hier noch so einen kleinen Flyer mit drinne. Wenn ihr solche Punkte sammelt oder was das hier ist, könnt ihr gerne haben. Hier ist der Code. Oder hier zum Einscannen, keine Ahnung. Wenn ihr sowas sammeln solltet, ich weiß es nicht, also ich brauche es nicht. Ne? Ja, das soll es gewesen sein. Ich sage mal wieder Tschüss, bis die nächste Regel, Yoshi. Bye, bye.